Herzlich willkommen zurück zu The Longest Journey. Wir befinden uns immer noch auf der Station Morgenstern und konnten uns von den Kolonisten wegschleichen durch den Geheimausgang in der Herrentoilette. Und bewegen uns jetzt also hier durch die Versorgungstunnel und sage ich mal, das, was halt hier so eigentlich im Hintergrund läuft. Und hier haben wir den Frachtraum gefunden. Da wollte ich eigentlich nicht hin, außerdem ist der bewacht. Und wir suchen den Zellenblock, denn wir haben rausgefunden, dass der Hüter in Zelle Nummer 5 sitzt, höchstwahrscheinlich. Zumindest ist dort ein Gefangener von G. Holloway. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er das ist, ist recht hoch. Ich meine, wen soll er denn sonst noch alles hierher schleppen, der gute Gordon? Also gucken wir doch mal, wo es hier hinten lang geht. Und gucken einfach mal, dass wir als erstes den Hüter befreien können. So. Oh, hier ist aber auch eine Wache. Und hier haben wir aber schon mal Zelle Nummer 5. Das heißt, da müssten wir ran. Hier geht es noch weiter. Gut, da könnten wir uns ja dann auch nochmal umschauen. So, was haben wir denn hier? Erstmal die Wache. Offenbar eine Wache. Oh, Ippe, das war eine Erkenntnis, ja. Jetzt gehst du da ran. Das weiß ich nicht, ob das jetzt so gut ist. Da bin ich doch jetzt mal gespannt. Hey, du da! Was machst du hier? Nichts. Halt. Weiter. Okay, die sind aber auch nicht... Ja, sehr erpicht darauf, jetzt April zu folgen. Ich meine, es wäre ja auch kein Problem, sie hier aufzuspüren. Na gut, dann gehen wir erst nochmal hier hin. Und gucken uns hier diesen Plan nochmal genauer an. Denn da können wir, denke ich... Genau, wir haben hier den Ruhebereich. Zellenblock. Hier haben wir die Wache des Zellenblocks. Und lass uns das mal kurz berichten. Alles in Ordnung, Zentrale. Ende. Alles klar, du darfst Ruhe, also in den Ruhebereich gehen, dienstfrei. Bestätigt, Zentrale. Mache Pause. Ende. So, jetzt müsste da ja schon mal frei sein. Da gehen wir doch jetzt mal hin und können dann hoffentlich als erstes mal den Hüter rausholen. So, dann sind wir wieder hier hinter. Dann würde ich aber jetzt ganz kurz, bevor wir das machen, nochmal gucken, was in dem rechten Tunnel ist. Das müsste ja dann fast die Luftschleuse sein. Okay, hier ist aber die Wache. Okay. Aber hier ist die Luftschleuse. Ein Glück, dass er keine Augen im Hinterkopf hat. Ja, würde dir jetzt aber auch nicht helfen, wenn du hier lang kommst, ne? Gut, da wollen wir jetzt mal nicht hin. Dann kümmern wir uns erstmal hier drum. Und dann müssen wir ja wahrscheinlich sogar zur Luftschleuse. Wir müssen ja irgendwie hier runterkommen, zu dieser Anomalie dann zu fliegen oder was auch immer wir da machen können. Ein elektronisches Schloss mit einer verschiebbaren Abdeckung. Ja, dann verschieb die mal. So, was brauchen wir denn jetzt hier? Ein elektronisches Schloss mit einer verschiebbaren Abdeckung. Gut, da passt ja hoffentlich der Magnetschlüssel. Ein Magnetschlüssel. Ja, das sieht gut aus. Sehr gut, dann haben wir das schon mal geschafft. Hallo, du warst schwer zu finden. Du sprichst Narwin? Kommst du aus Arcadia? Nein, aber ich habe viel geübt. Ich bin ein Reisender wie du. Und wie es aussieht, der nächste Hüter. Obwohl ich im Moment nur April bin. Adrian, bist du hier, um mich zu befreien oder um mich noch weiter auszufragen? Ich gehöre zu den Guten. Eigentlich bin ich die Letzte, die von den Guten übrig geblieben ist. Das Gleichgewicht bricht zusammen. Ich wollte das Reich des Hüters nicht verlassen, aber ich musste es tun. Niemand macht dir einen Vorwurf. Aber wenn wir nicht bald losgehen, werden wir die Welt nicht mehr retten können. Die Welten. Ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt. Was sollen wir tun? Bleib in meiner Nähe und lass mich alles erledigen. Ich habe in letzter Zeit viel Übung mit Ausflüchten bekommen. Ich werde alles tun, was du sagst. Sehr gut. Wo parken wir den denn jetzt erstmal? Weil
müssen jetzt hier hinten die Wache wegholen erstmal. Obwohl, dann können wir wahrscheinlich hier ungesehen ja hinten langlaufen, weil der steht ja hier vorne dann. Dann probieren wir das doch mal, dann können wir direkt zur Luftschleuse. Das ist Adrian, der Hüter. Sehr gut. Adrian. Welches Oberteil konnten sie dem aber auch nicht spendieren. So. Können wir jetzt hier nochmal andere Informationen, aber unterhalten können wir uns mit ihm auch nicht. Ich bin Orange. Ja, April, dich meine ich doch gar nicht. Ich muss ein sicheres Versteck für Adrian finden und mir dann überlegen, was als nächstes zu tun ist. Ja, die Frage ist nur wo. Am besten wäre es ja, wenn er hier irgendwie... Oder wir gehen direkt zur Luftschleuse. Ja, wir gehen mal hier rein. Und versuchen mal, schon zur Luftschleuse durchzukommen. So, die Wache muss wieder an ihren Posten Dienst freigeben, naja. Bestätige den Befehl, Zentrale. Beziehe Position. Ende. Sehr gut. So, und die Wache bekommt jetzt Dienst frei, eine Pause. Alles in Ordnung, Zentrale. Ende. Bestätigt, Zentrale. Mache Pause. Ende. Gut, und dann gucken wir doch mal, ob wir da jetzt wirklich einfach so vorbeispazieren können. Ich hoffe es doch mal. So, Adrian, wir drehen wieder um. Andere Richtung. So, und jetzt hier vorsichtig vorbei. Und hier lang. Und er kommt auch mit, sehr gut. Auch wenn er ein bisschen langsam unterwegs ist. Aber wer weiß, was die dem alles angetan haben. So, und jetzt? Soweit ich verstehe, liegt das Portal zum Reich der Hüter, ein Wurmloch oder so, irgendwo außerhalb der Station. Nicht weit von dieser Metallkiste. Nicht weit. Ich kann es spüren, es ruft mich. Vielleicht eine Tagesreise zu Fuß. Glaub mir, wir werden viel schneller sein. Bleib hier, während ich alles vorbereite. Geh auf gar keinen Fall weg, hörst du? Ich bleibe hier. Ich gehe nirgendwo hin. Dieser Ort macht mir Angst. Okay, der scheint ja auf jeden Fall ursprünglich mal aus Arcadia gekommen zu sein. Und naja, das vor 1000 Jahren hat sich ja einiges verändert hier. So, können wir denn jetzt hier irgendwas machen? Rote Taste, na die ist doch bestimmt genau das, was wir drücken müssen. Ja, gibt ja auch nichts anderes, dann werden wir das wohl machen müssen. So, können wir uns jetzt nochmal mit ihm unterhalten, wie es aussieht? Ja, aber dann werden wir das doch mal machen, bevor wir irgendwelche roten Knöpfe drücken. Adrian hält sich versteckt, wie ich ihm geraten habe. Naja, hier muss ja nur mal eine Wache reinlaufen und dann ist da kein Versteck mehr, aber ist ja egal. Warte einfach hier. Ich versuche, einen Weg durch das Wurmloch zu finden. Okay, das war ein sehr gehaltvolles Gespräch. Dann eben doch die rote Taste. Kapsel laden. Klingt gut. Und jetzt? Oh, gibt's ganz viele Tasten. Gelb, obwohl ich sehe immer nur gelbe Taste. Kapsel starten. Noch besser. Und was ist jetzt? Das scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Eine Ein-Mann-Kapsel. Sie wird benutzt, um außerhalb der Station Wartungsarbeiten durchzuführen.
In der Schule haben wir ähnliche Kapseln zum Spaß in Simulationen benutzt. Das heißt, du kannst das bedienen? Bedienfeld? Sauerstofffilter? Verdammt, der Filter fehlt. Ja, kein Wunder, dass das nicht startet, ne? Sauerstofffilter. Eine Ein-Mann-Kapsel. Ich habe schon einige Erfahrungen mit diesen Dingern. Sie sind ausgesprochen wendig und schnell. Das ist gut, aber brauchen wir dann nicht zwei solche Teile? Nur mal so als Frage. Wenn nur einer reinpasst, ne? Wir sind ja schon mal zu zweit. Aber es ist auf jeden Fall kein Wunder, warum das Ding nicht startet. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einen Sauerstofffilter. Na dann gehen wir mal wieder. Adrian bleibt hier. Und ich schätze mal, da werden wir jetzt doch noch zum Frachtraum müssen. So, dann werden wir die Wache erstmal wieder hier herstellen und die vom Frachtraum abziehen. Die wird ja dann hoffentlich nicht hier reinlaufen. Und da Adrian entdecken. Und wenn, hoffe ich, dass er so clever ist, sich dann da mal irgendwo anders, also nicht so offensichtlich hinzustellen. So. Dann werden wir das mal machen. Gut, der arbeitet jetzt erstmal wieder. Bestätige den Befehl, Zentrale. Beziehe Position. Ende. Sehr gut. Und die hat jetzt Pause. Alles in Ordnung, Zentrale. Ende. Sehr gut. Bestätigt, Zentrale. Mache Pause. Ende. Wir können ja jetzt nochmal hier fragen, ob der das gemerkt hat. Alles in Ordnung, Zentrale. Ende. Nö, sieht nicht so aus. So, dann gehen wir diesmal zum Frachtraum und versuchen, einen Sauerstofffilter zu finden. Aber woanders kann der ja eigentlich auch nicht sein. Muss ja hier zu finden sein. Hoffentlich. So, haben wir haufenweise Kisten, aber das wird uns ja jetzt erstmal nichts wissen. Wird ja wohl kaum draufstehen. Sauerstofffilter. Benutzen wir doch als erstes mal das Computerterminal. Die Inventardatenbank. Darin sind alle Teile gespeichert, die im Frachtraum gelagert werden. Genau das möchte ich. Kannst du das benutzen? Die Inventardatenbank. Okay. Ich starte eine Schnellsuche nach dem Sauerstofffilter, den ich brauche. Top, April. Kapseln, Ersatzteile, Sauerstofffilter. Na endlich. Sie haben jede Menge davon auf Lager. Im Bereich L10-9. L10-9. Ja, dann müssen wir den mal suchen, ne? Fangen wir mal hier an, die sind nicht so groß. G43 15 und 16. Ja, das ist schon mal nicht. R190, R952 und A696. Das auch nicht. Wenn wir uns durch die ganzen Stapel hier wühlen. F202-1. Ja, das ist es auch nicht. Du lieber Himmel, das dauert ja ewig. Das da oben ist T11 und da unten ist V413. Oh ja, sie hat recht, das wird länger dauern. C34, 102 und 103, D99, 1 bis 4 und E2019. Oh Mensch, wenn ihr dann mal seht, wie viele Kisten da noch sind. Q45, 30, 31 und 33. Was ist wohl mit der 32 passiert? Dann L93, L94 und L108. Ja, hier war aber jetzt schon mal L dabei, aber offenbar ja, nicht das Richtige. So, dann gucken wir uns die mal an. G42-1 bis... Die ganze Reihe scheint zur G42-Serie zu gehören.
Na, dann geht's wenigstens schneller. G98-10, 13 und L10-10, 10, 11 und 12. Mensch, wo ist das denn? Das haben wir jetzt alles angeguckt, ne? Dann gehen wir mal hier hin. E1489 bis 102 und L10-9. L10-9, das muss es sein. Endlich. Ja, dann nimm das raus. Sehr gut. Und damit dürfen wir doch den Sauerstofffilter haben. Der Sauerstofffilter für die Wartungskapsel. Wunderbar. Super, dann haben wir das doch schon mal geschafft. Auch wenn es länger gedauert hat. Und damit ist die Zeit jetzt aber auch wieder um. Und wo ist April? Ah, da kommt sie. Und deshalb werden wir die im nächsten Video einbauen und dann hoffentlich ins All starten können, beziehungsweise zum Wurmloch. Also bis dann. Tschüss.